Ja, weiter. Was? In Ordnung. Das heißt, wir können in Ruhe den Meister töten. Ernsthaft. Na, das könnte ich jetzt den ganzen Tag machen. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Wie kann ich gewiss? Jawohl. Zwei unglaubliche Münzen. Dein Befehl? Vorwärts! Was ist los, wenn es sein muss? Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Ja? Vorwärts! Woran hast du gedacht? Ist das alles? Ja, die Gemeinheit ist, wir können nicht gleichzeitig nach Fallen suchen und uns verstecken. Oh, Herr Verstrick. Sagt in Ordnung. Okay, nehmen wir die andere Richtung mal. Solange da Verstrick wirkt. Höre. Wenn es sein muss. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Was? Mit Vergnügen. Dein Bist einverstanden. Spür meine stählerne Klinge. Was ist los? Mit Vergnügen. Jawohl! Was hast du gedacht? Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Also wir können irgendwie von Glück reden. Dass die meisten Wachen schon ausgeschaltet wurden. Kann ich helfen? Vita Mortis. Wenn es sein muss. Ja? Es soll geschehen. Was ist? So soll es geschehen. Ja, hier liegt ein toter Priester. Sag, was du vor. Weiter! Woran? So soll es geschehen. Steinformtrank und eine garantierte leichte Armbrust plus 1. Okay, das hat mich jetzt ehrlich gesagt davon überzeugt. Wenn ich es mir so ansehe. Wie kann ich denn sofort? Dass wir doch auf Armbrüste gehen sollten. Amulett.
Kannst du auch mal identifizieren? Erlaubt dem das Anwenden von Gefühlskontrolle Mut einmal pro Tag. Kann nicht verwendet werden von Magietötern. Dein Befehl? Gefühl Mut. Jetzt haben wir Mut. Ja, einverstanden. Visionstrank und Heiltrank. Sag weiter. Wie kann ich helfen? Gewiss. Warum auch immer in solchen. Oh, hi. Mögen die Götter mich schützen. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Was? Werde Zeuge wahrer Macht. Ein Hilfe gewiss. Entschlag dich in Stecker. Oh, und hier geht's gar nicht weiter. Entschlag dich in Stecker. Ja, weiter. Wird erledigt. Brauchst du in Ordnung? Wie schlaf, was du von mir willst? Ja? Na, das Das war nicht geplant. Wie kann es so geschehen? Brauchst du mich? Sofort. Dein Befehl. Weiter. Danke. Bereit zu neuen Tag. Verstanden. Ich glaube, Sylastre ist jetzt sehr, sehr sauer auf Tharion. Die Geschichte des Nordens. Okay. Zwei Zauber. Zweiter Teil der Geschichte des Nordens. Der vierte Teil. Fünfte Teil. Die Geschichte der Dwao. Geschichte der Dwao. Ja, der Abstieg. Wir wissen nur wenig von den Illithieri oder den Elfen des Südens aus der Zeit vor diesem einschneidenden Ereignis. Schon damals jedoch waren sie wegen ihrer Hautfarbe als dunkle Elfen bekannt. Sie bewohnten die Dschungel und die heißen Wälder des Südens. Die Illithieri waren ein stolzes kriegerisches und hochkultiviertes Volk. Einige Gelehrte aus anderen Elfenvölkern können sagen, sie waren dekadent und schreckten bei ihren Angriffen vor keinem Nachbarn zurück, nicht einmal vor anderen Elfenstämmen. Aufgrund ihrer grausamen Überfälle und Raubzüge, die von kriegsflüsternden edlen Männern und Priestern ihrer beiden grausamen Gottheiten Gaunador und Lolf angeordnet wurden, sahen die Elfen, Menschen, Zwerge und andere gezwungen, sich gegen sie zu verbünden. Nach einer Reihe von Niederlagen in titanischen Magiegefechten flohen die Dunkelelfen in bereits früher von ihnen entdeckte unterirdische Labyrinthe. Dieses als der Abstieg bezeichnete Ereignis kennzeichnete das Ende der Dwao als überirdisch lebende Rasse.
Also ja, hier sind die Bücher ja recht kurz, also machen wir ein bisschen Hintergrundgeschichte über die Welt. Der kriegerische Charakter der Drow, also die finsteren Kriege, der kriegerische Charakter der Drow änderte sich auch durch ihr Verschwinden von der Erdoberfläche nicht. Sie begann sofort eine Reihe von Kriegen mit dem Ziel, sich Gebiet im Unterreich anzueignen. Zunächst stahlen und eroberten sie magische Gegenstände der Zwerge und setzten diese gegen die Zwerge ein, wodurch eine Feindschaft entstand, die noch heute sehr stark ist. Dann trugen die Drow-Kämpfe untereinander aus, wobei sich Edelleute mit Edelleuten und Priester mit Priesterinnen um die Herrschaft über das Reich stritten. Dieser ausgediente Krieg endete unter großen magischen Explosionen, die die Decke der größten eroberten Zwergenhöhle Großberinden zum Einsturz brachten. Sie stürzte komplett in sich zusammen, begrub viele Drow und die zerstörte Zwergenstädte unter sich. Die Höhle, die nun zum Himmel hin offen war, wurde fortan als die große Spalte bezeichnet. Die überlebenden Edelleute der Drow versammelten sämtliche Untertanen, Sklaven, Gerätschaften, der sie habhaft werden konnten, und flohen auf der Suche nach neuem Lebensraum in das Unterreich. Durch diese Verstreuung entstanden viele miteinander konkurrierenden, sich selbst verwaltenden Städte, in denen heute die meisten Drow leben. Ja, ich kenne drei solche Städte, mir fällen nur gerade die Namen nicht ein. Und aussprechen kann ich sie erst recht nicht. Ja, die Geschichte des Nordens, die erste Blütezeit. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen gehabt mit den Nessabergen. Das hier glaube ich, wobei das ist recht lang. Lassen wir es mal gut sein. Sag, was du von mir willst. Irgendjemand fehlt hier doch. Einverstanden. Fehlt niemand, gut. Das heißt, wir können jetzt wieder hier zurück die letzte Falle entschärfen. Das ist noch ein Schutz vor dem Feuer. Praktisch. Oh, eine Schädelfalle. Du könntest eigentlich den hierbei bekommen. Für den Fall, dass wir mal schnell einen Magier unterbrechen müssten. So, selbst dieser kleine Dungeon sieht sehr schön gestaltet aus eigentlich. Ach ja, ich weiß, ich lobe dieses Spiel zu sehr. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Was? So soll es geschehen. Immer kein Problem. Lass mal den Zwerg vor. Dein Befehl? Worum handelt, wird erledigt. Ja, in Ordnung. So, hier gibt's eigentlich gar nichts mehr. Gut. Oh, das hier ist dann doch etwas größer, als ich es... Was ist los? In Erinnerung hatte. Ich tu's. Sag was weiter. Wochen mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Gewiss. Okay, ich werde tun, was ich kann. Wir haben noch einen angelockt. Dieses Mal müssen Kalu und Leute nachdenken. Also, in Ordnung. Oh, sie ist festgehalten. Wie lautet deine Aufgabe? Vita, Mormus, Imperium.
Das ist wenig, noch weniger gut. Ah, ja. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Bereit, mit deiner Erlaubnis. Ist etwas nicht in Ordnung? Okay, wir sind jetzt alle verflucht. Dein Befehl. Vorwärts. Auf in den Weg. Na. Kann ich helfen? Sehr gut.